Liebe Kinder, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie alle kennen unser Hallenbad, Sie kennen unser Sennebad. Ein echtes Stück Hövelhof. Ohne unser Hallenbad wäre Hövelhof gar nicht mehr vorstellbar. Seit 50 Jahren ist es nun schon fester Bestandteil. Und auch ich habe dort schwimmen gelernt in meinen Kindertagen und weiß es daher besonders zu schätzen. Es liegt mir besonders am Herzen. Doch nun ist das Hallenbad doch ein wenig in die Jahre gekommen und wir denken derzeit intensiv über einen Neubau nach. Doch wie kann ein Hövelhofer Hallenbad der Zukunft aussehen? Brauchen wir vielleicht 5 statt 4 25 Meter Bahnen? Brauchen wir vielleicht ein zusätzliches Leerschwimmbecken oder gar ein Kleinkinderbecken darüber hinaus, wo die ganz kleinen Kinder bereits die ersten Erfahrungen im Wasser sammeln können? Viele Jugendliche wünschen sich einen 3-Meter-Turm, von dem sie in das Becken tief eintauchen können. All diese Themen sind bereits an uns herangetragen worden. Wir bündeln sie und werden das Ganze im kommenden Frühjahr zur Abstimmung stellen, damit Sie entscheiden können, ob wir ein neues Hallenbad bekommen und wenn ja, wie das neue Hallenbad aussehen soll. Doch vorher wollen wir Sie noch einmal herzlich einladen in unsere Kulturscheune, die Ende Oktober zu einer Ideenscheune werden wird. Seien Sie herzlich willkommen am 30. Oktober von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr und am darauffolgenden Samstag, den 31. Oktober von 9 bis 15 Uhr. Bringen Sie viele Ideen mit für die Zukunft unseres Hallenbades. Wir laden Sie daher herzlich ein, bei uns vorbeizuschauen. Wir laden Sie herzlich ein, mitzuplanen an unserem neuen Sennebad in Hövelhof. Ich freue mich auf schöne Begegnungen und freue mich, mit Ihnen zusammen dieses neue Hallenbad entwickeln zu dürfen. Bereits jetzt ein herzliches Dankeschön für Ihr Mitwirken, aber auch, liebe Kinder, für euer Mitwirken, denn ihr seid uns bei diesem Thema ganz, ganz besonders wichtig.